Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Mike. Wir spielen Octopath Traveler wieder ein bisschen weiter auf dieser namenlosen Insel, die eigentlich ganz gut zum Leveln geeignet ist für den Mittelbereich des Spiels. Und musste feststellen, ich habe einen Mikrocomputer gehabt. Ich hoffe, dass das nicht so viel betroffen hat, nicht so viel Zeit. Ich überlege auch hier vielleicht die entweder der Reihe nach einfach zu bringen hier, diese Folgen. In einem Tag oder so, oder ob ich nicht ein paar weglasse. Weil es ist ziemlich mühsam, wenn jeden Tag dasselbe kommt. Also wir spielen jetzt nur die Charaktere hier hoch. Aber das bleibt nicht aus. Es ist halt Octopath Traveler. Das ist, ja. Tänzerfähigkeiten. Hier schon mal ein paar Punkte reinsetzen. Dreimal bitte. Was passiert denn dieses Mal? Blitzschlag trifft den Feind. Sehr gut. Fähigkeitspunkte sind weg. Das war klar. Und 6 FPS zurückbekommen. Ich hatte nur 2. Ich dachte, ich habe 3 Punkte immer. Ne, ich habe 2 Punkte. Nicht 3. Ja, macht nichts. Ist alles gut. Alles senkrecht. Würde ich sagen, wir machen einfach Apotheker. Machen wir einen Rundumschlag. N2er. Passt schon. Das macht auch Kasti. Das ist genauso warm. Sie macht mehr Schaden mit dem. Einfach umhauen. 1300 Schaden mit der Axt. Alter Schwede. So, mach Axt zum Beispiel. Das ist eine gute Idee. Bricht ihn gleich mal. Der ist des Todes. Oh nein, er hat mich angespuckt. Ja, dann mach halt Dolch drauf. Ist in Ordnung. Alles senkrecht. So, Jäger ins Schwarze. Egal, draufschießen. Okay. N2 brauchen wir jetzt nicht machen. Giftiger Hieb, der glaube ich ist hinüber. Ja, 2000 Schaden macht er schon damit. Also, das ist echt eine starke Fähigkeit. Oshet ist eigentlich auf 35. Wir klettern langsam Richtung 40. Dann müssen wir wirklich nochmal schauen, welche Tropenstämme wir zusammen für Kastis Quest. Also wir sollten hier mal schauen, was für eine Quest gehen wir als nächstes an. Kurz mal schauen. Nächste Runde würde ich gerne mit der Quest starten. Wir haben jetzt, glaube ich, genug Stufen. 45 Stufen wäre vorgeschlagen für Lerchtau. Das ist ein bisschen knifflig, da müssen die anderen auch so um die Stufe haben. Sonst machen wir uns unnötig schwer. Auch hier bei Rock, brillant, da kommt sicher so ein Kampf, da habe ich so eine Vorahnung. Wer mag uns nicht, wir mögen ihn auch nicht. Hier drüben ist 31. Wir könnten Vater spielen. Mit Throne, das wäre locker machbar. Genauso wie Oswald. Die beiden haben ja aktuell sogar mit, ne? Ich gehe mal hier rein. Wir haben doch beide jetzt in der Party. Wir könnten doch jetzt hier die Quest spielen. Okay, wir haben jetzt nur Throne mit, aber das macht nichts. Wir machen mal die Throne-Quest, würde ich sagen. Einmal hier rein, bitte. Wir bleiben genauso, wie wir sind. Und ich würde gerne eine Geschichte lauschen, und zwar wie wir Episode Vater von Throne angehen. Ich muss dich töten. Thrones Drohung entlockte Vater lediglich ein Lächeln. Trotzdem schlägt sie ihm und weiß auf, wie vom Vater verlangt. Hier sollen sich die beiden noch ein letztes Mal treffen. Und er hat den zweiten Schlüssel zu unserer Kette. Damit wir frei sind, sozusagen. Und dann müssen wir wahrscheinlich noch die Natter zerschlagen. Ich muss dich töten. Throne sinniert. Endlich hatte ich Vater damit konfrontiert. Und jetzt befolge ich auch noch seine Anweisungen. Fast komme ich mir vor wie ein Volltrottel. Okay. Jeder andere hätte mir nämlich eine Falle gestellt und mich abgemurkst, ehe ich mein Messer hätte ziehen können. Aber ich kenne ihn eben. Er hat sich diesen Ort nicht ausgesucht, um mich hinters Licht zu führen. Auch hierfür wird er sicher seine Gründe haben. Ein letztes Mal will ich mich noch auf seine Possen einlassen. Dann wollen wir doch mal sehen, was er für mich im Petto hat. Wir wissen ja, dass irgendwas auf uns zukommt. Was es ist, wissen wir nicht. Ich bin sehr gespannt. Wir speichern hier an dieser Stelle nochmal ab. Stufe 51 für Kasti. Denn jede Quest, die wir spielen, erhöht ja unsere Schlagkraft. Wer bist du eigentlich? Warum stehst du hier da so rum? Kann ich dich herausfordern? Provozieren. Hier Stärkestufen. Das geht. Ha! Als ehemaligen Gladiator macht man mit mir so etwas bestimmt. Mir bestimmt keine Angst. Meinst du? Okay. Ich würde dich tatsächlich mit Akala provozieren wollen. Das bricht. Ich habe dich schon mal umgeschlagen, sehe ich hier.
So, wir sind eingeschlafen. Was ist denn das für ein Käse? Okay. Ja, er macht halt auch keinen Schaden, das passt schon. Akala nochmal. Oh, gleich nochmal. Doppelstich, einer ging vorbei. Wie auch mein Kopf kleiner ist wie ich. Das ist ja richtig gemein hier. So, wir geben alles rein und setzen mal auf Terra. Weil wir es können, einmal pro Kampf. Ups. Ich brauche ein Wachstumsserum für die Wasserschlange. Das wäre wichtig. So, dann kannst du hier ein bisschen Stufen nachholen, ohne dass die anderen davon ziehen. Gut gemacht. Moment mal, was ist das denn hier? Was fällt dir ein, einfach so in fremde Häuser reinzuspazieren? Kann ich dich herausfordern? Hier ist eine Kiste. Das könnte ich schaffen. Ehemaliger Champion, vielleicht bringt das was. 6 Stufe stärken könnte ich hinkriegen. Ja, ja. Sie ist ein ehemaliger Champion. Ja, sie hat, glaube ich, übermäßig viele Stufen. Akala, einmal Speer aufgedeckt. Super. Physischer Boost aktiviert. 800 Schaden ist echt nicht schlecht, Kollege. Echt nicht schlecht. Wüstenwurm, hätte ich noch Sandspeer. Was macht der? Große Feger. Es steht nicht dabei, was die machen. Objekte. Wir haben ja genug Objekte auch noch, wenn alles reißt. Verteidigen können wir auch noch. Wir könnten auch... Nee, können wir nicht. Wir können die Stärken nicht runternehmen. Akala nochmal. Abschwächen. Bin ich gespannt. Nochmal. So, jetzt bricht sie. Jetzt. Wieso? Okay, Bogen ist auch anfällig, der Kollege. Abtrennen. Sie macht richtig gut Schaden. Oh, nochmal. Da kommt sie dran. Und daneben geschlagen. Okay. Wir kommen zweimal dran. Ich würde jetzt tatsächlich erstmal eine Heiltraube nehmen, weil ich komme jetzt so nochmal dran. Bevor sie dran kommt. Nächste Runde. Und kann jetzt sagen, jetzt mache ich einen Bruch. Wenn es recht ist. Zweimal. Provozieren Stufe 3 mit Akala. Okay, Bruch. Okay. Und jetzt haben wir noch 3 Punkte frei. Dann können wir wieder unser Tierchen holen. Unser Terra. Zorn der Erde ist aktiv. 4000 Schaden hat nicht gereicht. Achso, 3000 dazu. 3000 dazu. Sie ist nicht auf Feuer anfällig. Nicht auf Stab. Verbrennen. Okay, das war die Hälfte Leben weg bei mir. Das ist ja gemein. Und ich sage nochmal. Gar nicht so einfach der Kampf mit ihr. Sie hat nicht so viel Leben und sie ist auch nicht so flexibel wie der Krieger erstmal. Abtrennen. 4 Schaden. Wenn sie einen Crit macht, hat es mich. Ich komme zweimal dran. Ich mache wieder Objekte, wieder Heiltraube 40 mal. Passt schon. Heiltraube M. Ich komme ja nochmal dran. Ist ja nicht so wild. Provozieren. Passt schon. Sorry, ich habe die falsche Taste gedrückt, merke ich gerade. Ja, okay. Physischer Boost nochmal. Jetzt macht sie wieder mehr Schaden. Das ist nicht gut. Ich kann ja auch nicht öfter angreifen. Das wäre auch schön, wenn ich hier mit der Waffe angreifen könnte. Im ersten Jahr ging das, glaube ich, noch. Man kommt mit dem Bogen ja angreifen. Autsch, autsch, autsch. Okay, daneben geschlagen. Passt. Glück gehabt. Einmal provozieren, bitte. So, wir haben volle Schlagkraft wieder. Das wird wohl Akala werden, weil Akta... Ich weiß nicht, was ich mit Akta machen soll. Das Anspornen... Ja, okay. Ja, ich kann nur provozieren. Ich habe nichts anderes. Ich kann nur mit Akala angreifen. Das ist ein bisschen mühselig. 690, 700 Schaden, naja. Wird ein mühsamer Kampf, aber kriegen wir hin. Wir benutzen wieder ein Objekt. Wir können die ja nachkaufen. Ist ja nicht so wild. Geld haben wir mehr als genug jetzt mit dem anmutigen Tanz und so. Ich hält Raube, provozieren bitte. Schlachten wir uns wieder runter, würde ich sagen. Runterschlachen, runterschlachen. Abtrennen, 400 Schaden. Okay, das geht schon. Solange es nicht gestärkt ist, geht das. Alles prima. 160 Schaden. Wie viel Leben kann so ein Charakter haben? So, wir haben noch die Hälfte Leben. Wir kommen nicht mehrfach dran jetzt. Mal schauen. Sie greift nochmal an. Ich darf jetzt nicht daneben schlagen. Nee, ich mache erstmal eine Heiltraube. Ich mache erst eine Heiltraube. Das ist mir so gefährlich. Das ist das Risiko. Wenn ich jetzt daneben schlage, dann bringt sie mich wahrscheinlich um. Über die Wupper, dann haut sie mich um. Das möchte ich gerne vermeiden. So, wir haben wieder 2 Punkte, die wir investieren können in Akala zum Brechen und 3 Punkte, um wieder Schaden auszuführen. Sie ist halt echt noch nicht so stark, aber kriegen wir schon hin. Akala, ja.
1330. Stimmt, es bringt mir gar nichts, wenn sie den Gelehrten mit hat, in dem Sinn. Weil ich überlegt hatte, okay, es macht vielleicht Sinn. Damit sie bei so Duellen quasi auf Magie zurückgreifen kann, kann sie ja gar nicht. Das darf sie ja nicht. Kann ich irgendwas Sinnvolles machen? Provozieren, ich kann überhaupt nichts machen. Akta, ich kann Akta machen, um anzuspornen. Mal schauen, was das genau macht nochmal. Wir machen mehr Magieschaden, das ist natürlich nicht so optimal. Okay, Glück gehabt. Objekte, Heiltraube M. Ich glaube, das kann ich gleich nochmal spielen. Also wir haben jetzt noch eine rein mit 500-600 Schaden, 600 Schaden. Ich würde nochmal spielen. In den Heilungs-Stunlock kommen, das ist immer super. So, letzter starker Angriff von ihr. 400 passt schon, ist okay gewesen. War nicht so wild. Weiter geht's. Oh, sie braucht so viele Items. Gut, ich könnte das Fleisch von ihr benutzen, was sie von den Gegnern kriegen würde, aber... Ja. Okay, Akala. Nächstes Mal spielen wir mit zwei Verstärkungspunkten, beziehungsweise... Autsch. Objekte, wir spielen nochmal eine Heiltraube. Oh, das kostet so viele Ressourcen. Oh, ich hasse sie. Also mit Krieger ist es viel einfacher. Einfach Schild hochziehen, Rückschlag, fertig. Und der bringt, haut sich selber um. Aber so ist es extremst mühselig. Ich weiß nicht, was den Leuten da eingefallen ist, dass sie diese Mechanik punktuell so eingebaut haben, dass man hier keine andere Option nutzen kann, als wie provozieren. Bruch, okay. Mal schauen. Gut gemacht. Ein Treuebogen erhalten. Und hier gibt es einen stimulierten Ohrring. Bringt mir der Bogen irgendwas? Ausrüstung verbessern, wenn es geht. Maestro-Bogen. Okay, Treuebogen ist besser. Tatsache. Wir haben auch nur einen mit Bogen. Ist mein bester Bogen jetzt, den ich gefunden habe. Echt? Cool. Gefällt mir. Hier hatte ich aber schon mal alle so ziemlich durchgeklaut, außer... 50 ausweichen, kann ich jetzt problemlos mitnehmen. Wir haben genug Stufen, auch genug Training gemacht jetzt vom vom Dieb. Das passt. Kaufe hier, mal schauen. Wir haben hier, ich möchte auch mal 10, 16 dazu kaufen. Passt schon. Anregende Pflaume hier, nehmen wir auch mal 4 Stück mit. Passt schon auf 50 gemetzt. Hier nochmal 50. Bisschen viel jetzt. ich wollte eigentlich 7 haben. 17. War nicht so geschickt gemacht jetzt. Okay. Dann doch lieber 7 mal hochgehen. Einmal rüber. Passt schon. Und für die Herstellungsbelebungskraut. Ach, 30 mal. 39 mal. Passt. Haben wir auch auf 50. 23.000 Saphirrote. Die ist nicht wirklich stark. Spitzerhut 8.300. Der wäre nicht schlecht. Wir verlieren zwar ein bisschen Gesundheitspunkte bei Temenos, aber die wäre schon richtig stark für ihn. Zweimal. Ich würde sogar dreimal nehmen. Für Oshet, Drohne und Temenos. Der Sternenhut, der ist gar nicht schlecht. Das, da verliere ich 2 Punkte physisch und kriege dafür 12 Punkte Elementar-Defense und ein bisschen mehr Max-FP dazu. Hier verlieren wir, wir kriegen auch mehr Max-FP, das passt. Und hier machen wir eigentlich nur Gewinn. Und Gesundheitspunkte habe ich ja genug. So, was ist hier? 15.000, das ist gar nicht schlecht. Wir verlieren kritisch, aber es ist schon mal eine richtig gute Rüstung, die richtig Defense hat. 423 Elementar-Defense. Okay, alle. 4-mal mindestens. Magiergewand. Unbedingt. Passt schon. Da bin ich sehr guter Dinge. Stimulierender Ring. FPS plus 30. Das werde ich wahrscheinlich so nie so richtig spielen. Traubenblatt werden wir auch nochmal erhöhen auf 20, 26. Auch auf 50 gehen hier überall. Wir haben ja genug Geld. Guck das Geld an. 20, 24 dazu. Passt. Und hier nochmal... 1, 2, 3, 4, 41 für doppeltes Blatt. Brauchen wir zwar so gut wie nie, weil wir das ja keine Kosten dafür haben. Wir können es halt. Passt. Schön. Das war ein ganz guter Einkauf hier. Heißt das, der Waffenhändler hatte gute Waffen? Wo ist der Waffenhändler? Alarm. Wo ist der Waffenhändler? Wo ist der Waffenhändler? Ah, Nick. Hier wohl nicht. Ich sollte auf jeden Fall jetzt einmal schlafen hier. Passt. Kostet ja nur eine Bagatelle hier zu übernachten und kriege hier die ganzen FPs zurück. Das passt. Dann gibt es hier keine bösen Überraschungen mehr beim nächsten Mal. So, ich hätte gerne jetzt irgendwie den Waffenhändler noch gefunden. Das wäre nicht schlecht.
Lasst mich hier bitte vorbei. Hier kann ich noch was klauen. Oh. Lichtstein, Schattenstein, Glänze, Edelstein. Her damit. Sollt irgendwann mal den Dingens besuchen wieder. Den Erfinder. Kommt mir gerade. Die ganzen Items mal prüfen lassen. War der Waffenhändler nicht hier unten? Dachte ich. Nee. Hier war doch irgendwo die Arena, oder nicht? Achso, hier unten. Doch, ja, ja, hier war die Arena. Ist schon ein paar Folgen her, wo wir das letzte Mal hier waren. So, hier war der drin, ne? Ja, Waffenhändler. Hier ist der Waffenhändler, genau. Hast du irgendwelche sinnvollen Waffen für mich? 20.000 Spitzer Dolch. Nee, ist nicht so gut. Wackliefe auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Ja, gut. Nee. Wieso hat er so gute Items drin? Der Plattner, wenn man so möchte. Nein, nicht Plattner, der Allgemeinhändler. Und hier aber das größte Crap wieder. Okay, wir gehen auf jeden Fall hier mal rüber. Zu unserer Queste. Vergessener Vater, Stufe 30. Das ist jetzt echt kein Problem hier. Brechen wir ab. Wir sind ja ganz gut dabei. Das sollte echt kein Problem sein, gegen ihn zu gewinnen. Wir sind viel zu stark gerade. So, hier ist auf jeden Fall eine Kiste, die wir mitnehmen. Ah, ich muss unbedingt in der Nacht hier rumlaufen. Wir machen Apotheker, würde ich sagen, einfach mal Rundumschlag. Das kann er ganz gut. In zwei. Das bringt genauso viel wie gut heiliges Licht, den ich machen können. Er bringt hinten ein Schild weg, aber... Ja, egal. Gelehrter Blitz. Was soll er jetzt? Okay, das ist schnell gegangen. Diebsfähig Tänzer. Verwirrende Anmut. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Erfahrungsbonus. Die Frage ist, bringt das sonst noch was? 1000 vom Himmelregen herab? Ja, okay. Latente Kräfte aufgefüllt. Licht ergießt sich von oben. Das ist jetzt nicht so der Bringer. Ich würde gerne hier Bestienwissen provozieren, Akala machen, dann bricht er garantiert. Okay, so, das soll es gewesen sein. Gipsfähigkeit, GP-Tipp. Ja, die Gegner sind zu schwach. Ich kann mir das sparen hier. Wobei, 10-fache Erfahrung wäre schon nicht schlecht, aber das bringt auch nicht viel. Das ist halt alles so lala. Ja, okay, wir können hier ein bisschen sprinten, glaube ich. Da ist er doch, der Dicke. Mit seiner Augenklappe. Ich habe auf dich gewartet, Throne. Vater, sprich zu uns. Bist du bereit, dem Tod ins Auge zu blicken? Ja, ich denke nicht, dass das passieren wird. Erstens sind wir der Held der Geschichte. Und zweitens sind wir übermächtige Stufen. Stufenmäßig weit weg. Das gleiche könnte ich dich fragen. Throne ist haarscharfe Antworten. Messerscharfe Antworten, so. Willst du hier deinen letzten Atemzug tun? Nicht so hastig, mein liebes Mädchen. Lull mich nicht ein. Wie wär's mit einem kleinen Plöschchen? Jetzt gibt's wieder irgendwas über unsere Mutter. Dafür habe ich keine Zeit. Nun sei doch nicht so, Throne. Lass mich dir einen Schwank erzählen. Ein letztes Mal noch. Immerhin wird nur einer von uns das Treffen überleben. Ich wurde in einer ärmlichen Stadt geboren. Sei? Das Stehlen und den Umgang mit dem Messer habe ich nur gelernt, um überleben zu können. Schon bald war nichts mehr von mir sicher. Ach, der war ein Bandit. Kein Dieb. Die Zeit verstrich und mein Heimatort kam mir schnell unerträglich klein vor. Ist ja blöd, wenn jeder schon weiß, dass er hier jeden beklaut. Also brach ich mit 17 in die Stadt auf. Dort schloss ich mich den Schmerznattern an. Einer meiner Aufträge bestand darin, in eine gewisse Villa einzudringen und sie zu plündern. Dort sind wir uns dann begegnet. Es war uns vorherbestimmt. Ja, zieh die Tränenkarte raus und er hat wieder unsere Mom umgenatzt dort fast. Meine Zielperson war bereits tot. Eine Frau hatte sie auf dem Gewissen. Genau wie ich war auch sie dort, um die Villa zu säubern. Du arbeitest wohl im gleichen Gewerbe, hä? Schade, dass du so spät kommst, Bente Unbekannte. Ich heiße Marietta. Jetzt wissen wir den Namen der Frau Mutter auch von Throne. Sebastian.
Sebastian, okay, er hat sich natürlich vorgestellt. Wohlhabend zu sein hat also durchaus seine Nachteile. Ständig ist man im Visier derjenigen, mit denen das Schicksal weniger gnädig war. Ja, da ist schon was dran, meinte er damals. Tut mir echt leid, aber den Schatz krall ich mir selbst. Nur zu, nimm ihn dir, mein Sebastian. Nein, wie großzügig. Aber was wolltest du dann überhaupt hier? Warum, wie kommt sie darauf, dass der ein Externer ist? Ich bin ja wirklich schon vielen Leichen begegnet, aber so eine Wunde sehe ich zum ersten Mal. Fast so, als hätten die Götter höchst selbst ihn erdolcht. Macht das einen Unterschied? 3 Stiche ums Herz rum. Ich glaube, ich bin verknallt. Natürlich, das ist ein Anmachspruch. Ich glaube, ich bin verknallt. Ich habe der Frau den Hof gemacht. Einen ganzen Abend lang habe ich sie nach allen Regeln der Kunst umworben und ihr Herz gestohlen. Jung waren wir. Unglücklicherweise. Die Tage kamen und gingen, bis wir uns irgendwann dazu entschieden, gemeinsam zu fliehen. Das, was Throne jetzt vorhat. Es ist wirklich ein geeigneter Zeitpunkt, um in Erinnerungen zu schwelgen. Throne holt ihn auf den Boden der Tatsachen zurück. Der Beste sogar. Ein wenig weiter steht eine verfallene Kirche. An diesem Ort haben wir uns die ewige Liebe geschworen. Ich werde dort auf dich warten. Folge mir, sobald du dich dazu bereit fühlst. Ja, also wieder in die Trickkiste Sentimentalität reingreifen. Sie bricht wieder halb zusammen dann, wenn sie wieder in Erinnerung schwelgt. Ich hatte nie was anderes vor. Drohne ist immer noch fest bestimmt. Ich hoffe, sie knickt dich ein. Wobei, gut, Mutter war ja natürlich ein anderes Kaliber. Die war ja äußerst unbeliebt. Bei ihr, natürlich. Sie war immer der Günstling von diesem Vater hier. Und natürlich auch warum. Warum auch nicht? Weil er der leibliche Vater ist, nehme ich an. Wenn die beiden zusammen waren. Ja. Das mit Tänzer kann man erstmal hier sparen, das macht keinen Sinn. GP brauchen wir nicht. GP-Tipp doch, machen wir einfach, passt schon, einfach draufsemmeln. Einfach machen, Apotheker rehabilitieren. Nein! Das ist nicht der Gruppenschlag. Verdammt mich. Ja, ich sollte nicht. Ja, ich sollte mir aufpassen. Bannhieb, aggressiver Hieb, Schlag irgendwo drauf. Einer ist auf Bruch, passt. Bruch kriegen wir auch den Bonus. Alles wird gut. Einer ist eingefangen, super. Ach, sie hat mich umgenutzt, dadurch hat sie den fangen können. Alles gut. Apotheker N2 wollte ich machen, nicht rehabilitieren. Noch einer weg, passt schon. Oh dear. N2, eigentlich hätte ich jetzt auch den Single-Target machen können, egal. Sonst Punkte-Dieb, volle Kanne rein, das Ding fällt um. Ja. Absehbar, das ist jetzt keine Kunst, wir sind viel zu hoch für das Gebiet. So, 3200, wir haben noch zu wenig Lernpunkte auch noch. So, wo, hier ist links ein Weg, das habe ich sofort gespottet. Hier ist eine Kiste. Ein Wächteramulett, was macht ein Wächteramulett? Physische Verteidigung 65 erhöht, das würde mir 25% an der Rüstung von Rochette geben. Boah, gar nicht schlecht, aber Rochette hat schon ein paar Sachen an. Das passt schon. Alles gut. So, hier ist noch eine Kiste hinten. Das sieht so aus, wenn es da hinten weitergehen würde. Das sieht aber nur so aus. Wer bitte stellt hier über die Truhen auf? Warum ist denn noch nie geplündert worden? Kann doch wohl nicht an den Gegnern liegen. Oh, wir sollten hier auf jeden Fall versuchen. Mach mal Schwert. Das geht schon mal nicht. Mach Dolch. Nicht töten. Ich möchte gern wissen, was das für eine Schwäche hat. Geht das mit Licht vielleicht? Mach mal Kleriker Lumineszenz. Bringt auch nichts. Mach mal zweimal Identifizieren. Analyse. Und der ist anfällig auf Speer und Axt. War klar. Eigentlich. So, ist das vielleicht... Schatten bringt mir jetzt nichts. Gesundes Punkte-Dieb auf den hinteren.
Passt schon. Ich mache halt so gut wie keinen Schaden hier. So, dann haben wir nochmal Lichtschaden. Einfach auf den hinteren, dass die nicht so oft rankommen. Aufbruch, der ist weg, alles gut. Versuchen wir einfach drauf zu sammeln, wobei eigentlich, nee, ist nicht so gut, nur einmal. Hat's überlebt, Glück gehabt, Analyse. Und jetzt wieder kaputt gehen, denn jetzt kommen wir hier mit der vollen Verstärkung von Thron rein. Gesundheitspunkte-Dieb, pack, pack. 2000 Schaden, 840 Leben generiert, das ist schon ganz okay. Oh, das geht zäh hier, sehr, sehr zäh mit den Punkten. Hier gibt es scheinbar keine Kiste zum Holen. Ah ja, und hier hat er sie wohl begraben, die Frau Mutter. Da wären wir, Marietta. Sebastian erinnert sich zurück, der Vater. Was für ein trauriges Kapellchen, meinte Marietta damals. Gemeindet von niemandem, ganz wie auch wir. Dann passt's ja. Sag mal, Seb, weißt du, was von niemandem gestohlen werden kann? Hä? Nicht einmal der geschickteste Dieb vermag es, an sich zu reißen. Etwas, das aus dem Inneren kommt. Niemand kann es sehen. Jetzt sag nicht Liebe. Liebe kann man stehlen. Ein Rätsel also. Und wie lautet die Antwort? Sag ich dir schon noch, aber erstmal will ich deine Antwort hören. Meine? Ja. Was würdest du antworten? Mein Talent mit dem Messer. Gute Antwort, es ist nicht die Liebe. Denn die lässt sich stehlen. Endlos lange habe ich an ihm gefeilt und es poliert. Ein Messer? Und nun kann es mir niemand mehr nehmen. Hätte ich mir ja denken können. Aber nun, was ist die richtige Antwort? Wirst du schon noch rausfinden? Komm, wir sollten uns beeilen. Kriege ich nicht mal einen Tipp? Na gut, du kannst mir später haarklein erklären. Zu Vater begeben. Verfallene Kirche 31. Aber wie lange wirst du noch von mir davonlaufen? Herr Kollege, hier ist alles ziemlich wüst durcheinander gebracht worden. Ein Bund Heiltrauben. Okay, hier drüben gibt es nichts zu holen. Kann ich hier hinten irgendwo hin? Ich habe hier nicht auf Nacht umgeschaltet, ne? Sollte ich unbedingt dann meinen Kampf dann machen. Um noch ein paar Buffs abzugreifen. So, wir haben hier nochmal Krieger, würde ich sagen. Aggressiver Hieb. Einfach draufhauen. Egal. So, wir haben hier Tänzer. Vielleicht kriegen wir ja den Dicken und der haut irgendjemanden um. Und dass wir viel herumtun müssen. Unser Boden explodiert. Meine Höhle brennt. Nochmal 1000 Blätter. Bisschen Gesundheit. Ja, ja gut. Das bringt sie irgendwie nicht mit dreimal. Mit fünfmal wäre schon besser mit der Tänzerin. Die sind zwar auf Licht anfällig, aber ich mache einfach mal... Fax sind sie anfällig. So, super. Ein Zweier. Hock. 570, 580 Schaden. Passt schon. Hier das gleiche nochmal. Apotheker N2er. Holen wir uns noch den Speicherpunkt. Dann geht es beim nächsten Mal weiter beim Kampf gegen Vater, würde ich sagen. So. Aggressiver Hieb einfach nochmal. Vielleicht bringt es ja was. Nicht wirklich. War klar. Kann ich nicht hier Dieb einfach mal alle Schattenschaden vernichtend austeilen und so. Doch geht's, zweimal auf Bruch. Das macht halt null Magieschaden. So richtig peinliches Ergebnis bei ihr. 80, 90 Schaden. Ein Zweier nochmal. 700 Schaden, okay. Nicht schlecht. 3500, wir brauchen 5000 Punkte mit Kasse, damit es weitergehen kann.
Gibt es hier hinten noch irgendwas Sinnvolles? Hier ist eine Goldkiste versteckt gewesen. Schwarzer Dolch. Ausrüstung. Ups, zurück. Optimiere nochmal. Er ist nicht so stark wie der Verderbnisbrecher, den wir schon haben. Schade. Ein bisschen schade, dass dann solche Items in diesen Gebieten hier nicht wirklich mitskalieren. Man sagt, okay, du bist mit einer höheren Stufe rein, kriegst ein stärkeres Gegenstandsding. Alter, da läuft die ganze Kapelle durch hier, oder was? Ah. Was bist denn du? Ja. Wir versuchen einfach mal Bestienwissen, mach irgendwas, damit wir eine Schwäche aufdecken. Er ist auf Dolch anfällig, okay. Gelehrter Info hier. Brauche ich, glaube ich, jetzt mal gar nicht, aber egal. Schwert. Es könnte mit Dolch wirklich was funktionieren, doch. Okay, war Dolch. Also eine Stufenerhöhung gleich von dem ersten, ne? Bergaffenkönig und Bergaffe. Okay, die sind sehr ähnlich. Wahrscheinlich ist er auch auf Dolch anfällig. Wahrscheinlich auf Frost vielleicht noch. Versuchen wir Frost auf den zu spielen. Vielleicht reicht's ja. Nee, er ist sicher Frost. War klar. Blitz oder so wahrscheinlich. Ein Bergaffe. Na gut. Wir können den König ja schon mal umhauen. Das passt. Oh, der macht 600 Schaden. Echt nun? Dieb. GP-Punkte Dieb auf dem dickeren. Da weiß ich, was funktioniert. Wie könnte ich Akala auf den... Ich kann mir das Ziel nicht aussuchen. Er greift irgendjemanden an. Okay, da muss ich erstmal drauf kommen. Okay. Wir machen mal Kleriker, Wunden heilen. Das ist spannend, dass er so viel Schaden raushaut. Wieder hochhält. Okay, er kann es heilen auch schon ganz gut jetzt. Nochmal Analyse bitte auf den hinteren. Gut, Dolch haben wir schon gehabt. Es könnte Axt noch gehen. Das wäre vielleicht noch eine Option. Bin mir nicht sicher. Wind, ne, wird es nicht sein. Habe ich nicht irgendwas mit? Ne, ich habe da nichts. Ja, hau ihm einen rein. Hätte ich auch stunnen können. Nochmal Akala. Mit was greift er an? Der macht hier keine... Ich dachte, der macht immer einen Schadensabzug beim Schild. Aber okay. Muss man es nicht verstehen. Apotheker, wir könnten versuchen, einfach mit der Axt mal draufhauen. Vielleicht bringt es ja. Axt könnte sein, ist es aber nicht gewesen, leider. Nochmal identifizieren. Soll nicht lang rumtun. Ich würde sie hier schon wieder maßlos. So, nur weil der Typ sich wieder hinten in der letzten Ecke versteckt hat. Ja, Diebsfähigkeiten. Der erste ist des Todes, würde ich sagen. Der hier. Pack, pack. Ich gebe es nicht mehr. 2000 Punkte Lebensabzug, alles gut. So, hier nochmal. Einfach Terra, wenn wir es können. Bringt das irgendeinen Bonus, wenn ich den zum Schluss spiele? Kriege ich den irgendwie mehr Erfahrung oder so? Keine Ahnung. Wäre schön, wäre ein Gimmick. So, da unten ist noch eine Kiste. Natürlich muss hier noch eine Kiste sein. Mach hier mal bitte Nacht das erste. Ich habe schon vergessen umzustellen vorhin. Ein Korb voll anregender Pflaumen ist gar nicht schlecht. Kann ich hier unten hin? Nein, kann ich nicht. Okay. Mal schauen. Auf was bist du anfällig? Wahrscheinlich auf Licht jetzt. Lässt du natürlich andere Gegner bekommen, wenn wir jetzt in der Nacht rumlaufen. Dachte ich's mir. Licht ist schon mal nicht schlecht. Seid ihr auf Dolch anfällig? GP-Tipp. Nee. Seid ihr auf was anderes anfällig? Ich mach mal Akala. Vielleicht klappt's ja. Das ist gut. Schwert. Dann kann ich mit 2 Punkten direkt alle Schwächen aufdecken. Analyse. Axt hätte ich auch gerne probiert. Ja, Luft ist natürlich immer so eine Sache. Luft haben wir nicht so viele Leute, die das mehrfach können. Oh nein, sie ist vergiftet. Was sollen wir nur tun? Ich kann ja mit ihr, außer mit Axt, nicht viel machen. Ja, mach mal Axt. Passt ja. Versuch mal den N2er zu machen. Okay, der erste ist schon mal weg. Versuchen wir hier den Gesundheitspunkte-Dieb zu holen. Pack, pack. Hat gereicht, 400 Leben dazu. Wir kriegen in der Nacht auf jeden Fall mehr Erfahrung, mehr Lernpunkte, garantiert. So, ich muss hier nach oben laufen, es geht nicht anders. Alter, wer baut denn so eine Kirche? Das ist doch super mühselig, das macht doch niemand, baut sowas. Wir haben 5 Ecken hier. Speicherpunkt.
So, wieder zwei, die wir nicht kennen. Ich schätze mal, Feuer wird da oben sein. Wir gehen hier zwei Punkte auf Apotheker. Ne, auf Gelehrter natürlich. Analyse auf das Blitzlings. Hätte ich nicht erwartet, dass das jetzt Schatten ist. Luft okay, vielleicht noch, das irgendwie, aber wir versuchen trotzdem Licht erstmal. Vielleicht ist ja der Linke auf Licht anfällig. Ne. Es ist geschickt, dass ich jetzt die Augenfarbe nicht sehen kann von dem Gegner. Donnerwächter. Das heißt, er macht Windschaden. Ich weiß schon wieder nicht, was das Gegenteil war. Blitz, glaube ich, oder? Blitz oder Wind? War das Wind? Ich muss Schwächen aufdecken. Wind war es. Okay, dann macht er Blitz und auf Wind ist er anfällig. So, dann können wir versuchen, ist er vielleicht auf Schwert anfällig? Ja, ist er auch. Passt. Hat er noch zwei Schwächen, die wir noch nicht kennen. Wir könnten auch versuchen, mit Speer noch drauf zu gehen. War er leider nicht. Vielleicht ist er Bogen oder so. Knüppel? Oh nein, ich habe ihn getötet. Verdammt, ich Schwein. Wirbelwind. Wirbelblow. 1100, das ist natürlich kein Vergleich zum Dolchschaden. Oh, du kannst Blitzschaden machen, das ist ja gemein. Ich kann giftige Hieb spielen. Fuck. So, gar nicht so übel. So, wir haben zwei Level-Ups für Kasti und für Temenos ist inzwischen Stufe 40 geworden. Da hat extrem gut aufgeholt. So, wir speichern hier ab. Wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Schalt beim nächsten Mal wieder ein. Ein Abonnieren, falls noch nicht geschehen. Und ja, beim nächsten Mal werden wir wohl, wenn nichts irgendwie grob schief geht, Vater ans Leder gehen und an den zweiten Schlüssel, um endlich frei zu sein. In dem Sinne, wünsche ich euch viel Spaß, viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Euer Mike.